Ein Synology NAS eignet sich natürlich hervorragend, um Dateien zu speichern. Nur jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen meine Dateien von meinem Windows-PC oder meinem Smartphone auf mein Synology NAS? Man könnte jetzt klassische Backup-Lösungen in Betracht ziehen oder man nutzt eine Lösung, die direkt von Synology bereitgestellt wird, nämlich Synology Drive. Das funktioniert ähnlich wie Google Drive oder OneDrive, was ihr vielleicht schon kennt oder in Benutzung habt. Nur kann ich jetzt hier meine private Cloud einrichten, die in meinem Heimnetzwerk steht und sonst erstmal niemand darauf Zugriff hat. Damit das Ganze zuverlässig und sicher funktioniert, würde ich noch ein paar Tipps mit an die Hand geben und freue mich natürlich auch im Kommentarbereich über weitere Tipps, weil vielleicht habe ich irgendwas nicht beachtet oder falsch gemacht, also bitte schaut in die Kommentare oder schreibt mir ein, wenn ihr irgendwas entdeckt habt. Wir fangen damit an, dass wir einen eigenen Ordner anlegen, einen eigenen Nutzer anlegen und das dann wiederum verknüpfen mit der Synchronisation. Der eigene Nutzer und Ordner kapselt so ein bisschen diese Drive-Umgebung vom Rest des Synology ab, damit halt kein großes Sicherheitsrisiko besteht. Los geht's nach dem Intro. So, als allererstes würde ich sagen, wir machen einen neuen Ordner und das kann ich eben machen über Systemsteuerung freigegebener Ordner und hier bekomme ich jetzt die Liste meiner bereits freigegebener Ordner. Ich klicke hier oben tatsächlich einmal auf Erstellen und klicke hier auf freigegebenen Ordner erstellen. Den Ordner kann ich jetzt zum Beispiel Sync nennen, das spielt im Prinzip erstmal keine Rolle. Den lege ich auf meinem ersten Volume an und würde mal den Papierkorb hier deaktivieren. Denn die Lösung von Synology, also diese Drive-Lösung, die legt schon Versionen meiner gelöschten Dateien an und eventuell würde ich das hier nur nochmal doppelt machen, wenn hier der Papierkorb aktiviert ist. Das heißt, ich gehe hier auf Weiter und auf jeden Fall diese Verschlüsselung aktivieren. Denn wenn ihr mal eure Festplatten entsorgen müsst, weil die zum Beispiel kaputt sind, kann jemand, der das möchte, immer noch an die Daten kommen. Deshalb ist es aus Gründen der Entsorgung schon wichtig, dass ihr hier eure Daten verschlüsselt. Gibt auch viele andere gute Gründe, aber irgendwann muss jeder mal seine Festplatte entsorgen und wenn er nicht mehr draufkommt wegen einem Hardware-Defekt, kann er die Daten auch nicht mehr überschreiben. Trotzdem sind die natürlich noch auf den Scheiben der Festplatte vorzufinden. Hier denke ich mir jetzt ein sicheres Passwort aus, beziehungsweise lasse es mir noch besser von meinem Passwortgenerator generieren und kopiere es nur hier rein. So, dann gehe ich einmal auf Weiter. Diese Datenprüfsummen, die aktiviere ich ganz gerne und gehe nochmal auf Weiter. Nochmal weiter und jetzt bekomme ich so eine Datei nochmal als Schlüssel runtergeladen. Mit dem könnte ich es dann auch entschlüsseln. Und hier kommt jetzt nochmal eine spannende Frage. Wer soll denn auf diesen Ordner zugreifen können? Und tatsächlich soll da außer dieser spezielle Nutzer, den wir noch anlegen, erstmal niemand zugreifen können. Deshalb kriegt jetzt hier erstmal jeder keinen Zugriff. Zumindest die, die ich jetzt hier rausnehmen will. Ich habe ja zwei Admin-Nutzer, die sollen meinetwegen noch lesen und schreiben dürfen. Aber ansonsten, erstmal die Nutzerberechtigung hier entfernen. Dann gehe ich auf Übernehmen. Und jetzt gibt es schon mal den Ordner, jetzt brauchen wir noch den Benutzer dazu. Dazu gehe ich wieder in die Systemsteuerung und hier auf Benutzer und Gruppen. Klicke hier auf Erstellen. Und den nenne ich jetzt einfach Sync-User. Und der bekommt auch ein Passwort aus meinem Passwortmanager. Dann klicke ich hier auf Weiter. Der bleibt nur in der Gruppe Users. Und hier fragt er mich jetzt nach den Berechtigungen für den gemeinsamen Ordner. Und tatsächlich kriegt er nur Zugriff auf Sync. Alle anderen bekommt er nicht. Das heißt, gibt es hier einen Angriff oder läuft hier irgendwas schief? Dann ist er gekapselt, also er kann jetzt nicht auf andere Laufwerke noch zugreifen. Ich werde hier auch keine Benutzerquote zuweisen, also auch einfach auf Weiter. So, und das ist jetzt auch eine spannende Frage, auf welche Programme lasse ich den zugreifen? Und ich sag mal, bei allen verweigern. Das sehen wir später noch, denn ich habe hier die Synchronisierungssoftware noch gar nicht installiert. Nur die soll der benutzen können. Deshalb nochmal auf Weiter. Ja, Geschwindigkeitsbeschränkungen lassen wir auch so, wie sie sind. Und sagen jetzt hier einfach fertig.
So, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir tatsächlich über das Paketzentrum die Synchronisationslösung das erste Mal installieren. Also die Lösung heißt Synology Drive und genau nach der habe ich jetzt gesucht. Die ist natürlich bei mir noch nicht installiert. Deshalb muss ich jetzt hier unten auf alle Pakete gehen. Hier oben finde ich dann das Paket Synology Drive Server und das ist genau das, was wir wollen. Hier klicke ich einmal auf Installieren. Jetzt wird das Paket runtergeladen und das erste Mal installiert. Hier wähle ich mein Volume 1 aus für die Installation. Das ist nicht da, wo jetzt unsere Ordner liegen wird, sondern nur, wo ja, die Executables dieses Drive Servers am Ende liegen. Hier steht jetzt nochmal nach der Installation ausführen und auch das würde ich einmal bestätigen. Jetzt gehe ich hier in meine Benachrichtigungen und klicke einmal auf die Synology Drive Admin Konsole. Sicherheitsoptimierungen werden besser unterstützt, wenn Sie die Website aktualisieren. Ja, auf jeden Fall, was auch immer das bedeutet. So, jetzt gehe ich auf meine Programme und sehe diese neu installierten Pakete hier. Wir gehen mal auf die Admin-Konsole. So, und jetzt gehe ich auch nochmal in die Systemsteuerung. Gehe auf Benutzer und Gruppen. Nehme diesen Sync-User, gehe auf Bearbeiten. Und bei Anwendungen kann ich dem jetzt tatsächlich Synology Drive, ist der sogar schon zugelassen, also weil ich halt hier nicht extra verweigern geklickt habe wie bei allen anderen. Das heißt, man muss auch aufpassen, wenn man was neu installiert, ist der immer automatisch zugelassen. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, kommt über die Gruppenberechtigung, weil halt alle Gruppe in der Gruppe Users da Berechtigungen drauf haben. Könnte man jetzt noch in der Gruppe dann ändern. Aber jetzt hat er erstmal nur auf Synology Drive seine Berechtigung. So soll es ja auch sein. Okay, dann kann man das Ganze hier einrichten, wenn man den Assistent durchgeklickt hat. Ich kann jetzt hier einen Team-Ordner anlegen. Angelegt habe ich den ja quasi schon. Der heißt nämlich hier einfach Sync und ich muss eigentlich nur auf Aktivieren klicken. Ich würde hier auch die Versionskontrolle aktivieren, das heißt, wenn ihr versehentlich mal was löscht, dann könnt ihr die Datei immer noch wiederherstellen. Man kann das auch hier noch präzisieren mit IntelliVersioning. Ja, das ist dann euch überlassen. Auf jeden Fall solltet ihr irgendwas noch zurückhalten und nicht alles sofort löschen. Hier bekomme ich jetzt nochmal einen Hinweis, was die Berechtigungen angeht. Wer nur Leseberechtigungen hat, kann natürlich nichts in den Ordner reinschreiben. So, jetzt klicke ich hier einmal auf OK. Das Ganze ist jetzt aktiviert als Sync-Ordner und jetzt kann ich mal in die Client-Liste gehen. Naja, was heißt Client-Liste? Ich habe ja nun einen Windows-PC, von dem möchte ich natürlich die Dateien synchronisieren. Den muss ich jetzt natürlich auch noch in irgendeiner Form damit verknüpfen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Ich benutze mal meine Suchmaschine meines Vertrauens und suche nach Synology Drive. Ich achte darauf, dass ich nicht auf irgendeine Werbeanzeige klicke. Im Optimalfall habe ich natürlich einen Werbeblogger, der mir die schon wegblockt. Aber hier komme ich zumindest gleich mal auf Synology Drive und bekomme hier die Möglichkeit, den Client herunterzuladen. Das nutze ich direkt. In meinem Fall habe ich Windows, ja, MSI oder Access sollte ziemlich egal sein. Hier unten bekomme ich auch nochmal ein paar QR-Codes für die mobilen Anwendungen. Aber wir bleiben erstmal auf Windows. Ähnlich funktioniert das gleiche natürlich auf dem Smartphone dann. So, wir installieren den mal. Genau. Und starten dann direkt nach Abschluss der Installation. Hier klicke ich jetzt einmal auf Jetzt starten. Und jetzt fragt ihr mich, wo ist denn mein NAS? Und tatsächlich benutze ich hier meine lokale IP-Adresse. Denn ich will das Ganze ja eigentlich nur lokal synchronisiert haben. Und wenn ich jetzt im Internet bin, wird die Synchronisation mit der Einstellung nicht funktionieren. Wenn ich möchte, dass das funktioniert, würde ich euch wärmstens empfehlen, einen VPN zu benutzen und nicht das Ganze ins Internet freizuschalten. Eventuell gibt es hier noch cleverere Lösungen, das könnt ihr mal kommentieren. Also meine Lösung ist immer für sowas dann mit einem VPN verbunden zu sein. Der kann auch auf dem NAS laufen oder auf der Fritzbox zum Beispiel. Aber da ist man ein bisschen auf der sicheren Seite. Den Nutzer hatten wir ja Sync-User genannt. Und das Passwort kopiere ich jetzt aus meinem Passwortmanager raus. Wir können auch mal SSL versuchen zu aktivieren. Das ist dann aber auch nur ein selbstsigniertes Zertifikat. Genau, wir sagen trotzdem fortfahren. Und wir möchten
keine Datensicherungsaufgabe haben, sondern tatsächlich synchronisieren, dass egal wo die Änderung stattfindet, diese dann auf alle Geräte synchronisiert wird. Deshalb gehe ich jetzt hier auf Weiter. Und jetzt muss ich auswählen, welchen Ordner will ich denn hier synchronisieren? Und tatsächlich habe ich ja nur einen freigegeben auf dem NAS dafür und dementsprechend sollte auch nur einer angezeigt werden. Und das hat funktioniert. Und hier habe ich noch einen Ordnerpfad auf meinem Computer. Dann lasse ich jetzt mal den, den er mir hier vorschlägt. Dieses Aktivieren der Synchronisierung bei Bedarf, da bin ich kein Freund von, weil das so dieses Sicherungskonzept ein bisschen ad absurdum führt. Am Ende habe ich dann vielleicht Dateien nur noch auf dem NAS liegen oder nur noch auf irgendeinem PC teilweise liegen und verliere so ein bisschen die Kontrolle, was da tatsächlich passiert. Wer weiß, was er tut und noch ein gutes Backup im Hintergrund laufen hat, der kann das natürlich gerne benutzen. Nichts gegen diese Funktion im Allgemeinen, aber ich würde die mal deaktivieren, sodass wirklich alle Dateien synchronisiert werden. So, der testet nochmal die Verbindung und versucht jetzt zu synchronisieren. Das war es auch schon. Also das ist wirklich einfach einzurichten. So, hier hat er nochmal diese Bedarfssynchronisierung, die haben wir ja deaktiviert und er bietet noch so ein paar andere Sachen an, aber für so die einfache Einrichtung und Anwendung sollte das Ganze jetzt reichen. Ich habe hier aber schon mal was drin gehabt scheinbar, genau, ein Testdokument. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Was man jetzt einmal testen muss, ist, ob die Synchronisation funktioniert. Dazu kann ich zum Beispiel einen Rechtsklick machen und sagen Neu und Ordner. Und lege irgendeinen Ordner an und möchte jetzt einmal sehen, ob dieser Ordner auch aufs NAS synchronisiert. Dazu gehe ich auf dem NAS in die File Station und gehe hier auf meinen Ordner Sync. Und tatsächlich, der Ordner wurde synchronisiert. Damit das auch in die andere Richtung einmal getestet ist, würde ich jetzt hier auch einen Ordner anlegen und genau erstellen, Ordner erstellen. Und nenne den hier, ja, ich bin da und warte jetzt hier kurz, ob der tatsächlich in Windows erscheint. Das tut er, ich bekomme hier sogar so nervige Benachrichtigungen die ganze Zeit, die kann ich natürlich über Windows dann abschalten oder über das Drive-Dings vielleicht auch selbst abschalten, aber man kann ja hier die Benachrichtigung von diesem Drive-Client deaktivieren, wenn man das nicht haben möchte. Ja, im Prinzip sind wir jetzt fertig, wir haben also drei Dinge getan, erstmal auf dem NAS. Wir haben Nutzer angelegt, wir haben Ordner angelegt und wir haben Drive Server installiert, also Synology Drive Server, sodass wir hier unsere freigegebenen Ordner verwalten können. Der eigene Nutzer und der eigene Ordner, der dann auch noch verschlüsselt ist, dienen vor allem der Sicherheit. So muss ich nicht meinen Admin-User überall eingeben, damit irgendwas funktioniert, sondern habe jetzt einfach nur den Nutzer eingegeben mit relativ beschränkten Berechtigungen. Ich selbst nutze übrigens Synology Drive nicht, ich nutze seit Jahren Syncfing, das hat mir gute Dienste geleistet und das werde ich auch weiterhin nutzen. Das ist natürlich schon eine vorkonfigurierte Lösung, die Synology einem anbietet und bisher habe ich auch noch nicht wirklich was gesehen, was dagegen spricht, das Ganze zu nutzen. Gerne könnt ihr mir ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, gerade was die Synchronisation übers Internet anbetrifft, was ihr da empfehlen würdet und was da eine einigermaßen sichere Lösung ist. Was ich persönlich nicht mag, natürlich könnte ich jetzt das Ganze ins Internet freischalten, aber das wäre wahrscheinlich für die Sicherheit des Gerätes nicht so wirklich sinnvoll. Deshalb gerne eure Tipps in die Kommentare.